Willkommen zurück bei Team Family Force. Ich habe mit dem Max geschnappt. Was hast du heute gespielt? Ich habe heute Burning Abyss gespielt. Wie bist du gegangen in den Vorrunden? In den Vorrunden bin ich 6-1 gegangen und habe nur gegen einen Lightsworn verloren. Dann zeig uns mal dein Deck. Warte, jetzt muss ich kurz nach unten und dann kannst du jetzt anfangen. Also ich habe von den Three-Offs gespielt, 3 Skarm und 3 Fafer. Am besten. Die man immer spielt. Und von den One-Offs ein Sir, ein Graf, ein Kalkab, ein Barber, ein Divic, ein Rubik, ein Alec. Die sind eigentlich auch alle Standard. Das war Kalkab vielleicht, den muss man nicht spielen. Aber ich wollte halt einen Namen mehr haben, um die Wahrscheinlichkeit höher zu haben, Dante zu besprechen. Dann 3 Rhino, die sind eigentlich auch Standard. Und die Tourguide muss man spielen, sonst ist das schlecht. Dann ein Character Snow, um die Beatrice reinzulegen und eine Möglichkeit mehr zu haben, den Gegner zu interrupten. Dann 3 Ghost Ogre in den Handtraps und 3 Ash Blossom. Die kamen eigentlich auch alle sehr gut. Das wäre es mit den Monstern. Zauberkarten habe ich gespielt, 2 Pot of Desire, 2 Twin Twister, dann die One-Offs, Pageki, Foolish, Reborn und Darkhol. Ich habe mich für Reborn entschieden über Soul Charge, weil ich bei Soul Charge meine... Also Soul Charge könnte man zwar benutzen, um Bowl zu machen, aber dann habe ich meine Battle Phase nicht und im nächsten Zug kann er dann... So könnte mein Gegner den Bowl Load wahrscheinlich outen und deswegen lieber Reborn. Die kam eigentlich auch ziemlich gut. Dann an Fallen habe ich gespielt 2 Typhoon, 2 Dynamichos. Kann nicht sagen, wie die gekommen sind. Die habe ich nie gezogen. Doch, zweimal habe ich sie gezogen und da kamen sie ganz gut. Typhoon waren immer schlecht, obwohl ich die extra drin hatte, um gegen True Draco und gegen Magier ein besseres Matchup zu haben. Komischerweise habe ich weder gegen Magier noch gegen Pende gespielt. Dann dreimal Strike und ein Urteil. Ich habe erst überlegt, Solemn Warning statt einem dritten Strike zu spielen. Aber ich bin mit meiner Entscheidung, den dritten Strike doch zu spielen, ganz glücklich gewesen, weil ich halt die Monster-Effekte negieren konnte. Und das kam in einigen Matches besser als Solemn Warning. So. So viel zum Main. Im Extra habe ich gespielt Dante Pilgrim, ein Link-Monster, den Untertagungsübernehmer, den Deco-Talker, den Bowerload Dragon, Rampuls, Engineer, Breaksword, DDD Darius, den einfach um ein Out auf Bowerload zu haben, weil der so ähnlich wie Katastro funktioniert. Nightmare Shark fürs Timeout. Acid Golem ist gut mit Skill Drain, den ich im Side spiele. Dann F0, um gegnerische Monster zu übernehmen, etc. Und die BA Engine, 2 Dante, ein Virgil und Beatrice. Psydeck. Da habe ich eine Kaiju Engine gespielt, ein Garmsteel, ein Kumongus und den Dogoran. Ich wollte halt verschiedene haben, um. So, ich weiß nicht, ich finde einfach 3 verschiedene besser als. Wenn ich dann zum Beispiel den Slumber habe, dann kann ich mir halt einen 3000er holen und das finde ich besser als nur einen 2-2er und einen 2-4er. So, dann habe ich 2 System Down gegen ABC. Ein Twin Twister gegen Paleo und andere Backrow Heavy Decks. Dann 3 Unimatched. Wenn ich mal Second gehe, dann board ich die rein.
zum Beispiel gegen Magier. Drei antimagischer Duft, auch gegen Magier, wenn ich first gehe. Dann eine Imperial Order und ein Skidrain. Dann bedanken wir uns für das Deckbefall. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Ja, ich möchte Jörg Müller grüßen, das ganze Team Iron Avengers und Valid. Okay, dann sagen wir damit Ciao YouTube.